Hi, ich bin Mikey und willkommen bei Folge 12 von Thronebreaker The Witcher Tales. Wir greifen jetzt mal die Monster hier oben mit ihrem netten Puzzle-Symbol an und gucken mal, was uns das weiterbringt. Weil Monster bekämpfen wir gerade gern. Der Gestank der Verwesung. Der Krieg bringt die unterschiedlichsten Gerüche mit sich, etwa nach Brandwunden, Blut und Schmutz. Der schlimmste von ihnen ist aber der Gestank von verrottendem Fleisch. Weht der Wind entsprechend stark, wird dieses Miasma? Weit davon getragen und erfüllt die Herzen der einfachen Leute mit Furcht und lässt blutdürstigen Monstern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Unser Ziel ist es, alle Gute zu töten, die Anfähigkeit eines deines Anführers einzusetzen und auf unsere loyalsten Einheiten zu vertrauen. Ein Rätsel mit Sonderregeln, verkürztem Kampf und vorgegebenen Deck. Okay, alles klar. Machen wir. Jeden Moment. Versprochen. Dauert nur eine Runde. Okay. So, was ist das denn? Altsurs Donner fügt einer Einheit 10 und ihren benachbarten Einheiten 5 Schaden zu. Verbrennen, zerstört die stärksten Einheiten. Und ich habe hier das Langschwert. Ich nehme schon wieder ein Weilchen auf, es tut mir leid. Ich möchte einmal mal gucken, wie der wirkt. Ich will mir das einfach mal angucken. Ihn hier weg. Und zu beenden. Bessere die Einheit. Eine verbündete Einheit um 4 und gib ihr 1 Rüstung. Aktiviere die Loyalfähigkeiten aller verbündeten Einheiten. Ja, komm. Erstmal muss er hier jetzt weg. Das geht gar nicht. Und er verzeiht einfach fröhlich weiter was vom... Nein, verdammt! Oh, das war die falsche... Reihe. Okay, den habe ich mir vermutlich selber verbockt. Ja, okay. Okay. Mir fehlt hier ehrlich gesagt noch so ein bisschen eine zündende Idee. Platziere alle 3 Züge. Ich komme gerade spontan nicht auf die Idee, wie wir das hier am besten angehen sollten. Müssen wir uns jetzt ein bisschen durchprobieren. Ich leg's auch einfach auf die Zunge und ich komme einfach nur wieder nicht drauf. Wie stark die jetzt alle sind. Nee, das ist definitiv auch nicht das Rätselslösung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich ihn jetzt zuerst einsetze und ihn, sage ich mal, schießen lasse, kann ich einmal direkt Mies Fähigkeit ziehen. Dann kann er nämlich gleich nochmal draufhauen, okay? Er zieht natürlich gleich nach. Ich jetzt hier das hier nachhole, mache mich hier gleich ein bisschen Schaden. Wenden da den Zug. Ihn da weg. Rennen ihn. Hier 13 runter. Und haben es verkackt.
Zumindest bewegen wir uns in die richtige Richtung. Glaube ich zumindest. Also ich hab's. Der letzte war es schon wieder mit deutlich mehr über als. Also wir fangen so an und ziehen einmal direkt Mies Fähigkeit. Gut, auf ihn wäre ich jetzt nicht unbedingt gegangen, aber gut. Ich mache wieder genau das gleiche wie das letzte Mal, stimmt's? Bringt mich absolut nicht weiter. Und jetzt bricht die sich wieder auf und ich habe ehrlich gesagt schon wieder keine Chance mehr. Ja klar, ich mache fröhlich Schaden, aber ich mache uns direkt nicht genug Schaden, nicht mal im Ansatz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was mit Glück zu tun hat. Dass es einfach nur darum geht, dass wir am Anfang gleich durch die Loyalitätsfähigkeit auf die richtige Einheit schießen. So. Aber Nachbarn-Einheit 5 Schaden zu. Doch das mal zuerst. Beenden den Zug. Und dann hier ihn auf dem Feld und holen ihn weg. Beenden auch hier wieder den Zug. Nein, hier aber auch. Wir schießen noch auf 2 runter und er munitioniert sich jetzt auf und ich bin wieder genau da, wo ich gerade eben war. Habe ich da auf 11? Ich schmetter auf den hier ein und er bringt mir überhaupt nichts, weil er ist ohnehin viel zu stark. Das ist mal wieder außerordentlich frustrierend. Verbrennen wir doch ihn hier vorne erstmal. Dann kommt Alsos Donner zum Einsatz. Ich bin am Zug. Arbeläste. Ah, kriegt 17 Punkte drauf. Also 14. Ja, und Mies Fähigkeit ist jetzt noch nicht so weit und ich bin wieder am Passen. Okay. Was noch? Ich meine, ihn kriege ich in der ersten Runde nicht down. Da kann ich mir auf den Kopf stellen, La Paloma pfeifen. So, zack. Er ist genau der Letzte, den ich treffen will. Ist das Problem? Wartet. Vielleicht muss ich ihn zuerst aus der Welt schaffen, damit meine Zufallsangriffe nicht dauernd nur auf ihn gehen. Jetzt verbrennen wir ihn doch mal. Ah, weg den Scheiß. Zu beenden.
hier unsere erste Arbeitsliste ziehen. Zack, da drauf. Zack, Mief. Zack. So. Rennen ihn weg. Beenden den Zug. Gut, er wird jetzt natürlich gebufft wie die Sau. Bam. Reicht aber wieder nicht, wenn ich das so richtig durchrechne. 2, 4, 6. Ja, auch nicht ganz. Nicht ganz. Ja, ich schlage mir auf den Mund. Nein, ich masturbiere nicht, während ich aufnehme. Also. Auf euch zuerst. Zug beenden. Brennen. Zug beenden. Zack. Loyalfähigkeit. 2 Schaden drauf. Mit Eisen. Zug beenden. Diesen drauf. Und jetzt ist die Spezialfähigkeit wieder nicht ready. Ah! Scheiße. Ja, ich glaube, ich schneide euch das dann wieder zusammen. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Okay, ich muss das mal von einem ganz anderen Blickwinkel angehen. Mal auf. Mein Problem ist, dass immer irgendwas zu viel... Zack, zäh, fix, weg. Böse. Dass immer einer von den beiden mit zu vielen Leben überlebt, weil ich mich auf die falschen Sachen konzentriere. Wenn ich jetzt aber gucke, dass ich ihn von Anfang an klein halte. Pass mal auf. Nein, warte, ich denke falsch. Ich denke richtig, die Ausführung ist scheiße. Pass mal auf, Trent. Da so ein Gedanken. Zack, zack, zack. Es ist ein Mathematikspiel. Er muss nicht von vornherein weg. Er muss klein gehalten werden, sodass am Ende alle drei die gleichen Leben haben. Dann müsste eigentlich das Verbrennen unsere die stärksten Einheiten vernichten. Und weil Verbrennen vernichtet immer die stärksten Einheiten, aber wenn die alle drei den gleichen Wert haben, dann müsste eigentlich theoretisch eigentlich alle drei verbrennen. So, jetzt habe ich alle auf 21 und dann... Es geht doch! Ab einem gewissen Punkt sollte man das mit der Mathematik bleiben lassen. Vor allen Dingen, wenn es noch nie meine Stärke war. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Deswegen mache ich jetzt lustige Videos im Internet. Bin jetzt auch allmählich ein bisschen malat. Brief gefunden. Bekanntmachung. Die Einwohner besetzter Gebiete werden hiermit informiert, dass jeglicher Versuch, die kaiserlichen Kriegsanstrengungen zu behindern, mit schwerster Bestrafung geahndet wird. Heil Kersair. Herzog Ardal Abdahi, Großkanzler und Kommandant der Heeresgruppe Ost. Gut. Knechtet meine Untertanen. Ich bin begeistert. Begeistert bin ich. Mein Mann ist hier stehen geblieben. So, hier einmal noch im Osten alles abgeiern. Muss hier unten die Baumstumpf sein. Ich habe inzwischen auch festgestellt, dass da, wo grün irgendwie aus solchen Dingern rauskommt, dass da normalerweise auch was zu looten ist. Wir werden trotzdem natürlich regelmäßig fleißig Speer losschicken, aber mal wieder gucken, ob wir nicht... Ausbildungsplatz... Gewährt nach jedem Kampf Rekruten. Vielleicht gar nicht mal das Falscheste. Dann machen wir das doch mal.
der Werkstatt ist noch nicht so viel zu holen. Zelt der Königin, ja, das ist völlig in Ordnung. Kommandozelt, können wir jetzt noch gucken, ob wir irgendwas von den niedrigen Sachen durch was Stärkeres ersetzen können. Er ist wieder eine von diesen einzelnen Sachen. Und jetzt sagen wir, nehmen die Pikeniere raus und werfen dafür mal nochmal zwei Wagenburgen rein. Was hätte mich das denn kosten? Machen wir das doch mal, weil ich habe das Gefühl, allmählich bin ich nicht mehr ganz so konkurrenzfähig, wie ich es gerne wäre. Dann nehmen wir die Pikeniere nämlich raus und werfen dafür die Wagenburgen rein und sind viel zu stark. Ja, okay, alles klar. Plünderer bin ich eigentlich auch nicht so scharf, wenn ich ehrlich bin. Ist immer noch einer zu viel. Lyrischen Sensenkämpfer raus und dafür dann mal einen Sunny rein und dann bin ich, glaube ich, gar nicht mal so unglücklich. Was, wieso Deck ungültig? Jeder zwei drüber, verdammt. Okay, eine Wagenburg raus. Und machen dafür eben. Und die Pikeniere wieder reinhauen. Machen nochmal eine Wagenburg rein. Nee, dann bin ich wieder drüber. Hä? Wieso bin ich da drüber? Ach, die zählen für. Ich achte auch wieder auf die falschen Werte. Scheiße. Mach dafür einen Trommel rein. Die Quetschfalle. Ich hätte noch 8 zur Verfügung. War es natürlich vielleicht blöd, was ich da gerade gemacht habe. Und fällt es dann nicht nochmal raus? In den Plünderer wieder rein. Ja gut, das macht auch keinen Unterschied. Ach, den hier wieder rein. Okay, Moment mal. Ach, jetzt habe ich es gespeichert. Ich Idiot, der war. Ich muss nach der Folge wirklich aufhören mit aufnehmen. Ich werde allmählich etwas seltsam. Jetzt habe ich mich nämlich völlig verdattelt. Bau mal auf, wir nehmen den Pikenier raus. Wir nehmen. Plünderer raus? Okay. Was, ey? Der Plünderer kostet nur 4. Lass den Plünderer mal drin. Oder? Machen einen Felssunny raus? Soweit machen wir normalerweise eh nie. So, jetzt fühle ich mich wieder etwas wohler. Ja. Dann müssten wir nämlich einigermaßen aufeinander aufpassen. Wieso Deck ungültig? Bearbeitung fortsetzen. Ja, wenn mir eine Karte fehlt. Ablenkungsmanöver. Das darf ich nicht reinnehmen. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade mit mir los ist. Ich stelle mich gerade irgendwie doof an. Wagenburgen sind zu teuer. Die sind einfach zu teuer. Plünderer rein. Den rein. Den rein. Sunny rein. Einen von denen raus.
Dann gibt's halt nochmal einen Sunny und dann stehen wir halt erstmal so da. Okay. Das ist zwar absolut gerade nicht das Deck, das ich im Kopf hatte, aber... Ach, was soll's. Was soll's? Wir sind ja nur damit spielen. What the fuck? War gerade meine Karte los? So, jetzt sieht's besser aus. Hier haben wir alles abgearbeitet. Okay. Jetzt wäre ja eigentlich zu bescheid, um eine Karte zu lesen, oder? Hier direkt oben drüber. Gerade eben habe ich noch gesagt, eigentlich muss ich nur nach den grünen Dingern gucken. Burnt it all down. Begged of me, lady. On hands and knees. They just laughed. We offend their emperor some ways, your majesty. Begged of me, lady. Ja, so zieht Nilfgaard eben plündernd durch die Weltgeschichte. Aber wie es hier weitergeht, das sehen wir aus der nächsten Folge von Thronebreaker The Witcher Tales. Ich lasse es jetzt gut sein mit aufnehmen für heute, weil ich mache nur noch Unsinn. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.